Guten Tag. Wir schauen mal wieder Apartment an, um es mit euch zu sharen. Here it is already. Also, Apartment, Gebäude 1, 5. Stock, Nummer 17. Ah, there's no electric because maybe it's off in the... Keine Elektrik. Schauen wir hier gleich mal rein in den Sicherungskasten. It's off. That's a nice for the chances. Alles eingeschaltet. Schöner Esstisch. Dazu muss man ja sagen, die Aufteilung von diesen Apartments ist im Prinzip immer dieselbe. Schauen wir hier mal das Licht ein. Ja. Ah, das sieht aber sehr schön aus. Das ist hier im 5. Stock. Fangen wir hier mal mit dem Badezimmer an. Switch on all the lights. Das ist jetzt hier nicht sehr sauber. It's not clean here, weil das wurde hier längere Zeit nicht benutzt. Aber wie ihr seht, haben die immer dieselben Duschen hier. Warm Wasser. Also Badezimmer. Tut mir leid, ist nicht sehr sauber. Ah, die haben hier auch PLDT, das alte System. Und? Don't take off your shoes. There is a balcony. Das ist das Schlafzimmer. Da ist ein Balkon, da steht. Wie hier Samsung. You can go outside also. Ja, hier ist ein Balkon und der Blick runter auf den Pool. Hier, wie gesagt, 5. Stock. Hier Schlafzimmer mit Schrank. Eigentlich immer dieselbe Aufteilung. Die Küche ist ja ohne die Möbel schon eingebaut in diesen Apartments. Ah, but there is another window. Da ist nochmal ein Fenster, wo man hier runter sieht. Da haben wir hier wieder einen großen Spiegel. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, dieses Apartment. I like this apartment, it looks nice. Hm? Die haben immer zwei Aircons. Und da ist die Arnie wieder begeistert mit dem Balkon. Das ist das zweite Schlafzimmer. Das hat dieses Mal jetzt auch ein normales Bett drin. Basketball Court View and the Swimming Pool View. It's a pool view and a basketball. Hier natürlich der Balkon, das ist super. Hm? Schaut die Aussicht an. Rüber, praktisch über die ganze Anlage. Wenn man so sieht, hinter nach Cebu City, in die Berge. You can also see the mountain. It's a nice view here. Yeah? Ja, sehr schön. It is a nice view. Und hier der zweite Balkon. Also man kann wieder. Der Balkon ist nicht so groß. Ja. Aber ja gut, wenn man hier das aufmacht, kann man hier was stellen und kann hier schön raussitzen. Die Aircons sind hier angebracht, dass man sie praktisch nicht stört. Samsung, alles cool, ja. Samsung. Also, schön, jetzt schauen wir nochmal hier rein. Wenn man das so reinkommt. Und hier, wie gesagt, die Aufteilung ist bei diesen zwei Zimmer-Apartments immer gleich. Zwei Schlafzimmer-Apartments. Immer diese zwei Räume. Ja, schöne Möbel, ne? Wunderschöne Matratzen, zweimal dieselben Betten. Do you know the price of this one? 6 Millionen. 6 Millionen. Da ist aber alles dabei. Schaut mal diese Beleuchtungen hier an. This is better than the 1104. Yeah, it's nice. Because this is in Europe. Wie gesagt, diese Preise sind immer auf Verhandlungsbasis. Und ich gehe davon aus, dass die Preise günstiger werden.
Aber wie gesagt, wenn es euch jetzt nicht so aufs Geld ankommt und ihr wollt hier in dieser Anlage, dann würde ich immer sagen, es geht nicht immer ums Geld, wenn jemand das Geld hat und der sagt, Mensch, ich will diese Anlage, ich habe ja letztens schon gesagt, was die Vorzüge hier sind. Das ist wahrscheinlich hier ideal für ältere Menschen wegen der Sicherheit, behindertengerecht, Nähe von Cebu City und so weiter. Dann, warum nicht? Ne? Ihr seht, die sind nicht so groß, die Apartments, aber man hat ja hier, man ist hier Teil dieser riesigen Anlage. Und es ist sehr ruhig hier. Das Wasser ist hier immer mit so einem Durchziehen, haben wir auch schon mal drüber geredet. Next one? Building 7. Building 7, also wieder 7. Die Nummern, die sind ja so, 1 heißt erstes Gebäude, 5. Stock, Apartment 17. Und so ist das hier alles aufgeteilt. Dann haben wir gerade einen Blick zur Stromversorgung. Ne? Und ihr seht, diese Gebäude hier haben, das hat natürlich alles Hand und Fuß hier. Wenn man schon mal andere Sachen auf den Philippinen angeschaut hat, dann wird man sehr schnell einen Unterschied erkennen. Ja, es ist hier unumstritten eine sehr massive, solide Anlage, die auch in den nächsten 10, 15, 20 Jahren keine Probleme aufweisen wird. Ich habe auch nirgends Risse hier in der Gebäudestruktur gesehen. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ich habe auch nirgends Wasserfiltrationen gesehen, irgendwelche feuchten Wände hier in diesen ganzen Gebäuden drin. Das ist also alles wirklich, wenn man hier auch diese ganzen Wasserrohre und so, das hat halt hier alles Hand und Fuß. So, wir gehen hier rüber zum Gebäude 7. Es ist ein schönes Wetter heute. Das Gebäude 7, da haben wir ja schon gewohnt. Das ist dieses hier, wo die Apartments nach hinten raus Meeresblick haben. Schauen wir mal, was das hier jetzt für eins ist. Schaut mal, wir sehen hier Dattelpalmen. Afrikanische Dattelpalmen hier auch zur Verzierung. Und im Hintergrund ist der Tower vom SMC Site. 7533. Es gibt hier natürlich immer Aufzüge. So, here is only one elevator, not like in the other two. Like, yeah. I think here only one. There is at the other side is also one, no? No, only one. Is there an elevator in regard to? Also, dieses Gebäude hat nur einen Aufzug, die anderen, die haben ja meistens zwei. Mir noch gar nicht aufgefallen. Hier kommt eine frische Luft rein, da hinten ist ja das Meer. So, jetzt bin ich ja gespannt, das ist nämlich im 5. Stock. Die Arnie läuft schon ganz automatisch zu Fuß, das hat sie sich schon angewöhnt. Ja, ein großer Aufgang. Den obersten Stock erkennt man schon daran, dass man da diese helle Decke hat. What is the number? 533. Hier sehen wir, oh, it's a nice view, look. Jetzt schauen wir uns das mal hier an. Da hinten, da wird eine neue Anlage gebaut und hier sehen wir rüber ganz Cebu City, da die Brücke nach Lapu-Lapu, das ist das, was man da sieht. Dann SMC Side und hinter den ganzen Blick, da der Fluss, seht ihr den Fluss hier? Und Cebu City, Zentrum, Beverly Hills, das ist da oben, diese Dinger. Und die Stadt, ne, die sieht eigentlich so von weitem hier jetzt auch sehr schön aus. Ne? Und diese riesige Mall, dieses riesige Gebäude und in der Mitte der Tower. Also hier Cebu City vom Feinsten. Das Apartment ist auf dem anderen Flügel.
Which was ours before? 75. Ach genau, hier waren wir. 7527, das war nur ein Studio-Apartment. This is rented now, no? Also. Und das ist auch nicht zum Verkauf. Das war diese Studio-Apartments, die haben glaube ich 32 Quadratmeter. So, also das ist jetzt das Apartment 7501, nicht erschrecken, das ist leer. Ja, das ist also hier. Ja, open the window. Lass mir hier mal wirklich eine Luft rein. The other one also. So, jetzt machen wir hier als allererstes, machen wir hier mal Strom an. Ah, Strom ist an. Hier ist der Sicherungskasten. So, so seht ihr, so kommen die Apartments praktisch von der Immobilienfirma. Und das ist ein großes Apartment. Ja, die sind also jetzt nicht alle gleich groß. Und das sieht man hier auch, dass die Zimmer sind größer. Ja, das ist übrigens hier noch so eine Baustelle. Da werden diese Träger werden hier abtransportiert. Das wird aber weg, das kommt weg. Ja, das kommt weg. Das gehört hier, haben die einfach solche Träger gelagert. Und die tun sie jetzt alle noch auslagern, dann ist das weg, dann wird das zugemacht hier. Seht ihr, da ringsherum ist überall Natur, momentan blüht dieses Pampasgras. Ja, das ist schon mal hier von der Größe her eine ganz andere Hausnummer. Ne? Schauen wir auch mal hier ins Badezimmer rein, auch hier sieht man gleich, das ist viel größer. Ah, hier ist keine Lampe. Macht aber nichts aus, das sehen wir trotzdem so hier. Schönes Bad, hier ist ein bisschen eine andere Dusche drin. Ein bisschen anders gemacht, das Badezimmer. Und dann haben wir hier ein relativ großes Wohnzimmer. Das ist nicht so hier. Das ist nicht verkauft, also das hat keinen Eigentümer. Das ist hier noch direkt von der Immobilienfirma. Hat hier auch Balkon. Und das ist ja hier der Hauptweg. Wir sind ja da drüben in dem Gebäude im Moment. Und hier der Blick rüber nach Cebu. Beziehungsweise zu SMC Side Mall. Hier hinter zu den Bergen von Cebu. Und dann komplett nach seinen Wünschen einrichten. Hier ist dann sogar noch ein Fenster. Ja, das ist groß. Ja, das ist ein großes Apartment hier. Ja. And how much is the price of this? Da ist der Preis unbekannt, aber ihr seht es hier schon von der Richtung aus. Das ist wirklich größer hier. Ja, man sieht hier sofort. Ne? Ja. Das ist größer, hat Balkon. Ja, hier auf der Seite, ne, die zwei Balkons. Und dieser Raum. Like the size of my house big. Ja. But my house is bigger than this, but it's same size. Ja, das ist schön, das gefällt mir gut. Because von der Einrichtung. Because we're going to make these three bedrooms. Ja, das ist schön. It's nice. This is good because it's big. Also, haben wir schon wieder ein Apartment mehr. Können wir noch mal rausschauen, genau wie das, welche Nummer das ist. Wie gesagt, hier halt jungfräulich, da ist nichts eingerichtet. Das muss man dann 7501. Momentan zeigen wir euch hauptsächlich Wohnungen hier von Sanremo, Oasis, City di Mare. Aber wir können in die anderen Anlagen nicht rein. Da drüben nennt sich Amalfi, das ist näher am Meer. Da ist ja hinten dieses Il Corso und die Meerespromenade. Der Nachteil, ihr seht da hinten, die Autos fahren von der Hauptstraße. Und ich zoome hier mal. Dieses Amalfi ist natürlich wesentlich näher an der Hauptstraße.
Und meiner Meinung nach, wir haben das auch schon getestet, hört man da die Autos fahren. Dagegen hier hört man gar nichts. Ich mache mal das Fenster auf, dass man das testen kann. So, hört ihr die Umgebungsgeräusche? Praktisch null die Straße, ja, man scheint irgendwas rauschen zu hören, aber das dringt nicht bis ins Ziel. Das Vogelgezwitscher ist lauter. Und ganz da hinten ist ja Bohol, ja, da im Hintergrund die Berge, ja, das ist ein ganzes Stück Meer dazwischen, das ist Bohol. Also hört man nicht, wenn man natürlich dann in dieser Anlage ist, da ist die Straße genau gegenüber. Und da wird man mit Sicherheit die Autos fahren hören. Hier fährt jetzt ein normales Auto. Ja. Hier ist aber, wie gesagt, das ist alles privat hier, diese Straßen. Da fährt normalerweise praktisch gar nichts vorbei. Nur ganz, ganz wenig. Insofern ist es natürlich hier auch ein unumstrittener Vorteil, diese Ruhe und diese Harmonie. Für Leute, die Ruhe und Harmonie lieben, würde ich sagen, ist hier Sanremo City di Mare gut. Wie gesagt, ihr dürft das nicht verwechseln mit einem Haus oder so. Ihr müsst hier die ganzen Installationen hier mitberechnen, was es alles gibt. Ja, ihr habt jetzt das andere Video mit der Poolanlage und die ganze Sicherheit, und das hat man ja letzten Endes hier alles mitbezahlt. Schaut diese ganzen Sicherheitsinstallationen. Ja. Und das ist halt alles irgendwie ein 4-Sterne-Hotel-Standard. Der, let's walk a little bit. Ja, wir laufen hier noch mal rum. Hört ihr die Vögel zwitschern? Das sind ja alles Sachen, die man hier eigentlich auch mitbezahlt hat bei so einer Anlage. Ja, die einem hier eine Sicherheit, eine Infrastruktur, eine Lebensqualität bieten, was man natürlich auch mit einbeziehen muss, weil wenn man jetzt irgendwo ist, wo das ganze Umfeld nicht stimmt, dann kann das Leben da auch zur Hölle werden und man hat dann sehr schnell die Schnauze voll. Ich habe letztens Kontakt gehabt zu einem Herrn. Wir haben uns da unterhalten, der war am Anfang ganz begeistert und der ist inzwischen wieder in Deutschland, ja, der hat alles nichts getaugt. Und hier, hello, da hinten der Sicherheitsbeamte, die sind halt immer, ja, wenn Leute jetzt nervös sind, sagen, oh, ja, wird hier eventuell was von meinen Geld, von meinen Möbeln, wird da was gestohlen, von meinen Sachen, die ich im Apartment habe, wird da eingebrochen. Wenn ich jetzt irgendwo im Dschungel, in der Pampa ein Haus habe, nein, hier nicht, hier, das ist sicher. Hier sind ständig die Sicherheitsbeamte da. Auch diese Abgrenzung hier sieht nicht unsympathisch aus, aber das ist natürlich eine Sicherheit hier. Kommt von außen keiner rein, ja. Hier ist eine Pforte. Hier ist niemand, der hier nichts verloren hat. Ne? Hier gibt es Vorschriften, Nachtruhe, Störung. Ja, das sind halt so Sachen. Hier wird keiner irgendwie nachts um 11 noch eine Party feiern oder hier am Pool betrunken rumgrölen und so. Hier ist am Pool Alkohol trinken und essen verboten. Sagen, ja, das ist schade. Ja, es ist nicht schade, denn da muss sich jeder dran halten und im Endeffekt bringt das Harmonie hier in das Umfeld hinein. Und es sind hier Regeln, die jeder beachten muss. Und ich habe da lange drüber nachgedacht.
was vielleicht dem einen die Freiheit einschränken könnte, ist aber dann letzten Endes für alle einen Vorteil. Denn heute machen wir Party, ja, aber morgen stört sie uns und man kann natürlich die Party im Apartment machen. So, wo ist denn da? Ach, das ist die Mathilda, ja, das ist die, unsere... Seven. Ah, there's a discount. 8%. Also, es gibt noch 8% Ermäßigung auf die Preise. Wie gesagt, ihr habt ja schon mitbekommen, dass diese Apartments hier nicht ganz billig sind. Der Grund dafür, den weiß jetzt, glaube ich, auch jeder. Ja, weil man ja letzten Endes hier Eigentümer von einer riesigen Anlage ist. Die natürlich, ja, wenn ihr jetzt ein Privathaus habt und ihr habt dann 25 Meter langen Swimmingpool, dann wird das Haus auch nicht nur 20.000 Euro kosten, sondern weil der Swimmingpool schon 50.000 kostet. Und hier hat man halt in so einer Anlage den Vorteil, dass man alles shared. Hallo. Ja, da ist zum Beispiel wieder ein Mitarbeiter, der hier irgendeine Aufgabe hat. Und hier rennen ein Haufen Leute rum. Die haben ihre Aufgabe. Ah, let's look to the reception. So, vielleicht habe ich euch noch gar nicht so explizit diese Rezeption hier gezeigt. Das schauen wir uns jetzt auch mal an, wo jeder durch muss, dass er hier in die Anlage reinkommt. Auch für Leute, die jetzt keine Lust haben, dauernd irgendeinen Garten zu pflegen und so. Weil ihr müsst halt hier überhaupt nichts machen, das wird alles übernommen. Wenn ihr jetzt hier seht, hier ist das Gras hoch, ja, dann wird hier wieder in 2-3 Tagen kommen die und die mähen das wieder ab. Und da sind also laufend Leute am Werkeln. Übrigens, das ist ja die Einfahrt in die Garage, in den Garagenbereich. Und jetzt wollen wir hier nochmal schnell zu unserem Motorrad schauen. Da muss man sich natürlich auch keine Sorgen machen, weil die passen natürlich hier auch auf. Hier ist zum Beispiel Arnis Fahrrad. Ja, da muss man auch keine Sorgen machen, dass da irgendeiner rumschraubt. Hier ist mein Motorrad, seht ihr? Und das ist ja hier direkt gegenüber vom Eingang hier. Ich nenne es jetzt mal Rezeption, aber das ist eigentlich die Pforte. Ja. Und hier sind die Sicherheitsbeamten. Und die schauen hier, dass keiner reinkommt, der hier nichts verloren hat. Ja, schaut, die hocken hier zu zweit drin. Und ja, insofern ist das hier ein eigenes Reich, eine abgeschirmte Anlage, das natürlich, wie gesagt, Sicherheit bringt. Es gibt hier eigene Regeln und Gesetze. Ja, das normalerweise ist sogar das Rauchen im Außenbereich hier ist auch verboten. Deshalb steht hier auch nirgends ein Aschenbecher. Es gibt hier eine extra Raucher-Area. Man kann natürlich im Apartment rauchen, wenn es das eigene ist. Aber hier seht ihr, da hinten war ein Hahn, habt ihr gehört? Außerhalb, die haben Hähne, aber hier drin ist keiner. Ja. Das ist nämlich durchaus auf den Philippinen ist das ein Issue, dass die überall nichts gegen Hähne. Ja, manche Leute essen ja gern so ein Hähnchen. Schaut, überall Dieselgenerator. Aber diese dauernden Krähen, den Hähne, können durchaus ein Nachteil sein. Übrigens, das Wasserwerk ist hier in der Nachbarschaft. Wir sind hier direkt angeschlossen in das riesige Wasserwerk hier. Es gibt hier praktisch nie Wasserausfall. Ja, wir sind hier direkt an der großen Wasserversorgung und unser Leitungswasser ist absolut sauber. Was nicht heißt, dass es Trinkwasser sei,
Aber wo bin ich denn da gerade drauf getreten? Schaut mal, das sind Schneckenhäuser. Wir sind hier direkt an diesem super sauberen, deshalb ist auch das Poolwasser so sauber und so angenehm. Ich schwimme ja heute, Sonntag ist der Pool geschlossen, weil der Poolmitarbeiter heute frei hat. Aber ansonsten die restlichen Tage, 6 Tage die Woche ist der Pool geöffnet jetzt. Und gut, wir fahren jetzt gleich Fahrrad, die Arnie und ich. Schaut mal, wenn man hier rausguckt jetzt, da blüht gerade dieses Pampasgras. Ja, seht ihr? Und das ist wunderschön und da fahren wir jetzt dann gleich Fahrrad, denn diese ganze Straße hier ringsherum, die ist alles privat. Da sollen eventuell noch mehr Resorts gebaut werden. Ich darf hier drin auch mit dem Fahrrad rumfahren, ich muss es also nicht schieben. Das stört hier keinen, muss man halt ein bisschen langsamer fahren. This view here is awesome. Seht, das ist echt ruhig hier. Ne? Hier die Leute, die hier wohnen, das sind alles Leute, die Ruhe lieben. Das ist hier so ein Gesamtkonzept von dieser Anlage. Die sind teilweise Filipinos, die hart arbeiten. Seht ihr, hier sind immer wieder Apartments, die leer sind, die hier noch zu verkaufen sind. Ja, das sind Leute, die hart arbeiten, die am Wochenende ihre Ruhe haben wollen. Viele gehen übers Wochenende weg, die sind gar nicht da. Die schlafen nur hier unter der Woche. Die sind nach der Arbeit todmüde. Und dann können natürlich auch Ausländer diese Apartments mieten. Wenn ihr jetzt hier ein Apartment mieten wollt, ist natürlich überhaupt kein Problem. Da gilt eigentlich das Gleiche wie fürs Kaufen. Ja, könnt ihr euch auch bei uns melden. Das war gerade hier die Mathilda, die nochmal gesagt hat, dass manche Apartments einen Discount haben. Wie gesagt, natürlich alles nach Nachfrage. Ich habe euch schon ungefähr so Preise genannt, ein paar Beispiele, wo ich es genau wusste. Bei anderen ist es teilweise auf Nachfrage. Auf Verhandlungsbasis. Ne? Ihr wisst ja, wie das ist, wenn Leute jetzt sowas schnell verkaufen wollen, dann haben die natürlich irgendwelche Preisvorstellungen. Aber im Endeffekt, wenn es dann wirklich dringend ist, dann gehen die auch mit dem Preis runter. Und das möchte ich in Betracht ziehen. Und deswegen bringt es auch nichts, wenn man einfach nur fragt, was kostet das. Sondern wenn man sich jetzt wirklich ernsthaft für ein Apartment interessiert hier, es gibt viele Optionen, das sind längst nicht alle, die ich euch gezeigt habe. Wir werden immer wieder, deshalb habe ich auch nicht alle auf einmal gezeigt, es kommen immer wieder neue Infos, da ist noch was zu verkaufen und hier und da. Deswegen, schaut das hier, der Wasserverteiler, ja, alles picobello, ja, hier Wasseruhren. Deshalb haben die auch dieses System, dass jedes Apartment so eine Wasseruhr hat, wo man separat nochmal ein Geld. Also wir geben im Monat eigentlich nicht mehr als 10 Euro für Wasser aus. Das ist auch kein Problem. Das wird hier so prepaid und dann mit der Karte, das habe ich ja auch schon gezeigt. Bitte schaut auch unsere anderen Videos an. Wir bringen immer wieder ein neues Video mit mehr Infos. Ja, wir wollen nicht alles in ein Video packen, das wäre ja auch langweilig. Es sind ja hier auch Vlogs, ne, Arni? Und wo wir euch immer wieder neue Informationen bringen, so könnt ihr euch langsam in diese Geschichte hineindenken. Wie gesagt, durch Covid sind wir noch ein bisschen limitiert hier. Aber ich denke, mit dieser Anlage für Leute, die sich speziell für sowas interessieren, ich habe gestern oder vorgestern habe ich das Video gemacht, was hier alles für Vorteile gibt, wie die Lage ist, wie schön ruhig es hier ist, wie sicher und was wir hier für ein tolles Wetter haben. Insofern würde ich sagen, wir lieben euch
Und wie immer, bis zum nächsten Video. Hier ist dunkel, haben wir das Licht abgeschaltet. Wie immer hier von Cebu City Seaside, die Ami und der Uwe. Tschüss! Ja, wir haben uns hier irgendwie schon eingelebt, obwohl das ja eigentlich gar nicht unsere Wunschheimat ist. Wir wollen ja eigentlich nach Butuan in Arnis Haus zu ihren drei Töchtern. Aber irgendwie haben wir es uns jetzt hier auch häuslich gemacht. Ah, it's fresh here inside, it's good. Ah, wir haben noch das Aircon an und dann kommt man rein, draußen hat es schwüle 32, 33 Grad. Und die Arnie, die genießt dann erstmal die frische Luft, ne? You like the fresh air, Arnie, ne? Okay. Ja, da steht schon und wartet. Wir gehen nämlich jetzt eine Runde Fahrrad fahren, die Arnie und ich. Und ja, Sonntag heute, wir haben uns für heute nicht viel vorgenommen. Vielleicht kochen wir nachher was. Normalerweise gehen wir ja sonntags immer irgendwo in ein Restaurant zu essen. Das fällt aber heute aus. Denn uns geht's nicht so gut heute. Deswegen tun wir jetzt ein bisschen Radl fahren. Und das ist ja auch so, ihr wollt ja wissen auch, was wir für einen Tagesablauf haben. Das ist auch eins von unseren Videos hier von dem Tagesablauf. Was machen wir so den ganzen Tag hier in Cebu City, Seaside, San Remo, Oasis City di Mare.